Sie gegen die Bayern, einmal ganz nah dran an den Profis, einmal gegen Müller, Hummels und Süle kicken. Der Fanclub Red Residence erfüllt sich einen Traum. Ja! Geil, total geil. Das 10. Traumspiel ein ganz besonderes. Der Fanclub organisiert den perfekten Event. Von selbstgebauten Auswechselbänken bis hin zu einer Top-Show. Das macht Eindruck. Was sie hier, glaube ich, bieten, ist wirklich Weltklasse und sind halt unsere Fans und sind die Besten. Trotz vieler Termine, die Bayern kommen nach Coburg zu Besuch beim größten Fanclub Nordbayerns. Hallo, Herr Hoeneß. Hallo. Ich bin der Präsident. Schön. Ich freue mich, dass Sie da sind zum 10-jährigen Traumspiel. Das Team von Red Residence Coburg und ihr Traumspiel. Es wird ein historisches Ereignis. Jetzt schon wird es wohl ein Jahrhundertspiel für die Region werden, weil sowas wird hier niemand mehr erleben. Wir haben euch lieb! Wir haben euch lieb! Die Gänse Norbert Scholz, der Präsident des Fanclubs, 4 Tage vor dem Spiel, auf das er seit knapp 2 Jahren hinarbeitet. Stolz betrachtet er das bisher Geschaffte. 3 neue Tribünen, eigens gebaute Ersatzbänke, VIP und Pressezelte. Das ist ein Highlight, was man hier erlebt. Das ist einfach nur ein Traum für jeden Bayern-Fan. Dafür opfert man halt wirklich jede freie Minute seit Monaten. Plant und macht und tut, weil man halt den perfekten Tag haben möchte, was hoffentlich dann auch gelingen wird. Und das ist einfach ein Erlebnis, das bleibt fürs ganze Leben. Zur perfekten Organisation gehört für den 46-Jährigen auch ein eigener Fanclub-TV-Channel. Hier werden die Fans stets auf dem Laufenden gehalten. Es geht sogar das Gerücht, dass einige Bayern-Spieler den Kanal verfolgen. In einem der ersten Beiträge besucht der Präsident den bayerischen Ministerpräsidenten. Grüß Gott, Herr Ministerpräsident. Zuerst einmal schauen, Traumspiel. Haben Sie schon mal was vom Traumspiel in Coburg gehört? Ja, ein bisschen. Und ich möchte Sie hiermit herzlich einladen. Bei diesem einmaligen Jahrhundertspiel, wird schon von den Medien bekannt gegeben, möchte ich Sie recht herzlich dazu einladen. Für uns natürlich, klar. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie Zeit hätten. Und wenn ich meine Frau mitbringe, spricht auch nichts dagegen. Überhaupt nicht. Dann muss ich sie nicht auf den Schoß nehmen. Zurück am Platz. Norbert überprüft gerade den Abstand der Absperrgitter zum Spielfeld. Ach, knapp! Möglicherweise wird er höchstpersönlich in den Genuss kommen, einen Eckball gegen seine Bayern zu treten. Übst du schon mal für Sonntag? 10 Minuten, die ersten 10 Minuten gehören mir. Wenn man das Ding 2 Jahre lang plant, Tag und Nacht, dann muss man mit einlaufen, auch wenn ich 46 bin. Man muss mit einlaufen, ich will 10 Minuten mitspielen, ich bin zwar danach kaputt. Ich hoffe, es gibt keine Neuwahl im Nachhinein, dass keine Neuwahl nötig ist. Nee, Quatsch. 10 Minuten müssen drin sein. Kurze Zeit später Ankunft am Trainingsgelände. Norbert und seine Mitspieler trainieren hier jeden Montag. Den Kader rekrutiert der Fanclub von verschiedensten Vereinen der Umgebung. Trainer Stefan Späth muss sie jetzt zu einem funktionierenden Team formen. Also unser weitester Spieler, der reist von Hof an. Also das sind 95 Kilometer einfach und das geht von Landesliga bis Kreisliga, die Spieler. Ne? Doch die größte Aufgabe für den Coach ist, den Präsidenten sinnvoll einzubauen und ihn in Topform zu bringen. Norbert spielt in der Sturmspitze. Wir haben auch jetzt schon einige Trainingseinheiten mit ihm absolviert und er hat das ein oder andere Tor echt super hinbekommen. Und wenn es nicht klappt, gibt es ja noch 27 andere Spieler, die einspringen können. Jeder von ihnen wird übrigens spielen dürfen. Also wenn er heute letztes Training vom großen Event, am Sonntag unser Traumspiel, ihr wisst, um was es geht, heute nochmal Training, nochmal reinknien, nicht verletzen und dann packen wir es an. Wir sind Traumspiel! Das Team offensichtlich eine Einheit und auch das hat der Präsident akribisch geplant. Unser Team zeichnet sich aus, dass wir uns aus vielen verschiedenen Ligen zusammensetzen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass wir alle richtig gute Typen sind. Wir hatten auch ein Teambuilding-Wochenende in Wittenberge, wo wir dann ganz eng zusammengewachsen sind. Es waren auch viele Unbekannte dabei bei unserem Auswahlprozess, die man vorher eben gar nicht gekannt hat. Ja, und jetzt sind zum coolen Haufen dann zusammengewachsen. Ihr Plus also, ihr Teamgeist, ihr Manko, die Doppelbelastung.
Ich hoffe, dass die Leverkusener den Bayern natürlich ein bisschen was abverlangen, dass sie ein bisschen Körner lassen. Und wir haben zum Beispiel am Samstag von unserem Verein selbst noch ein Spiel. Das heißt, die Bayern haben auch noch einen Tag Pause mehr als wir. Soll keine Ausrede sein, aber ja, wir gucken dann, was am Sonntag dann auf uns zukommt. Die Belastung für das Red Residence Coburg Team also nicht ohne. Auch deshalb wird jeder Spieler nicht länger als 30 bis 40 Minuten gegen die Bayern spielen. Und er eben nur 10. Präsident Norbert musste nach einer Fußballpause von 35 Jahren den Sport neu erlernen. Die Fortschritte zwar sichtbar, aber es ist noch Luft nach oben. Die Fitness des Teams ist ein wichtiger Baustein für das Gelingen des Traumspiels. Die perfekte Organisation und ein Top-Ambiente sind die anderen. Vom Graffiti bis hin zum Rasen. Alles soll und muss passen. Platzwart Manfred Menzel ist für Letzteren zuständig. Der Platz ist eingesandet worden mit 120 Tonnen Sand. Dann ist er gelocht worden zweimal nachgesät, gedüngt und jetzt wird er jeden Tag abgespindelt auf Platzhöhe 2,3 cm für Bayernspiel. Die Originalspielhöhe wie im Stadion. Top Platz. Besser wie manche Bundesliga-Plätze, denke ich. Gleich nebenan wird auch fleißig gearbeitet. Eine Interviewbühne muss aufgebaut und die Absperrgitter aufgestellt werden. Seit gut einer Woche helfen die Fanclub-Mitglieder beim Aufbau. Die meisten nehmen extra Urlaub, um unentgeltlich mitzumachen. Das ist ein absoluter Wahnsinn, was hier an Helfern da ist. Beispiel Sonntag. 47 Personen waren eingeteilt für Tribünenaufbau, für Zeltaufbau und sonstiges. Es waren 93 da. Wir haben jeden Tag fast das Doppelte an den Personen, die eigentlich vorgesehen sind. Was zum Ziel hatte, am Dienstag Nachmittag 15 Uhr sollten die Tribünen fertig sein. Die waren am Sonntag um 17 Uhr fertig. Und auch die Aufbauarbeiten werden im eigenen Fanclub-Channel dokumentiert. So, was machen wir jetzt hier? Wir bauen das VIP-Zelt auf. Wir bauen hier das VIP-Zelt auf und das Küchenzelt sowie das Pressezelt. Das kommt dann da hinten hin. Wir sind voll im Zeitplan. Heute Abend werden wir eigentlich mit allen fertig. Der FC Bayern Fanclub hat 1400 Mitglieder und ist damit der größte Nordbayerns. Und die meisten von ihnen helfen mit, damit ihr Traumspiel unvergesslich wird. Ich freue mich auch aufs Traumspiel. Wir haben das jetzt mittlerweile 2,5 Jahre vorbereitet und da freut man sich selbstverständlich auf den Tag, wenn er endlich da ist. Wann geht die Party los? Ab 10 Uhr geht die Party los, ab 17 Uhr das Spiel. Seid dabei. Sonntag, 20. August, der Spieltag. Oder besser, der größte Tag für Norbert und seinen Red Residence Fanclub. Der Präsident und sein Team haben die letzten Tage fast durchgearbeitet. Freizeit oder Schlaf? Fehlanzeige. Ah, meine Lieblingscouch. Vorgestern hier eingeschlafen. Früh um 2:45. Spitzenmöbel, muss man echt sagen. Schläft man absolut perfekt. Das Einzige, was ich schwarz-gelb mag. Bratwurst mit Senf. Zum totalen Erfolg der Veranstaltung gehört natürlich auch, dass die Bayern die Bratwurst genießen können. Die Coburger Bratwurst, die werden wir auch den Uli Hoeneß dann. Oh, mein Funkgerät. Den werden wir auch dann bei dem Exklusivinterview dem Uli Hoeneß präsentieren. Spitze! 5 Stunden vor Spielbeginn ist das Gelände schon gut besucht. Norbert sichtbar stolz. Wenn man so ein Event Monate planen und zwar jeden Tag und früh bis abends. Man ahnt eigentlich nur, wie es sein könnte. Wenn man jetzt eben hier über den Platz geht, das ist der Oberhammer. Norbert und sein Team haben an alles gedacht. Von LED-Leinwänden einer VIP-Couch bis hin zu selbstgebauten Auswechselbänken. So, jetzt kommen wir zu unseren einmaligen Auswechsel- und Trainerbänken. Sowas gibt es wahrscheinlich auch weltweit nur einmal. Die Auswechselbänke sind das eine, das VIP-Zelt für über 300 Gäste das andere Prunkstück des Coburger Fanclubs. Meine Frau ist mal wieder da. Jetzt habe ich sie mal wieder gesehen. Hey! Du hast doch dein Schild dran, die weißt du, wer du bist. Ja, ich habe sie ja im letzten Monat nicht umgesetzt. Gleich danach checkt Norbert mit seiner Frau die Kabine der Bayern und macht noch schnell eine Moderation für seinen Channel. Hier ist einer der Geschenkkörbe, 100 Stück gibt es davon. Die Bayern-Spieler sollen natürlich regionale Produkte mit nach Hause bekommen.
Noch 3 Stunden bis zum Traumspiel, bis zum größten Ereignis, das Coburg zuletzt erlebt hat. 11.000 waren noch nie in diesem Stadion. Es waren noch nie so viele Zusatztribünen da. Es war noch nie so ein Event aufgebaut. Es war noch nie so eine Begeisterung da, dass innerhalb von 1,5 bis 2 Tagen 11.000 Karten weg waren. Die Nachfrage jetzt heute immer noch anhält. Bis zu dem Punkt, dass man eben sagt, jetzt schon wird es wohl ein Jahrhundertspiel für die Region werden, weil sowas wird hier niemand mehr erleben. Norbert ist zum Coburger Flughafen gefahren. Er will seinen FC Bayern, der hier in Kürze landen wird, natürlich persönlich empfangen. Ankunft der FC Bayern-Spieler. Das Team kommt mit 3 Privatjets, die von großen Firmen rund um Coburg zur Verfügung gestellt werden. Ja, geil, echt geil. Nummer 1, Nummer 2, ich gehe jetzt runter, empfangen Sie. Jetzt ist die Spannung groß. Welche Spieler sind mit nach Coburg geflogen? Der Präsident des Red Residence Fanclubs will natürlich so viele Stammkräfte wie nur möglich seinen Fans präsentieren. Und es sieht gar nicht so schlecht aus. Denn es sind insgesamt 8 Spieler, die 2 Tage zuvor beim 3:1 gegen Leverkusen begonnen haben, beim Traumspiel dabei. Man sieht, der FC Bayern nimmt diesen Termin sehr wichtig. Der Raimund Aumann hat da eine gute Wahl getroffen, dass wir nach Coburg gegangen sind. Die haben das toll gemacht. Das Stadion ist nachher ausverkauft. Wir sind auch mit allen, die, sage ich mal, unverletzt sind von Freitag, sind wir hergekommen. Thomas Müller, Mats Hummels, David Alaba und wie sie alle heißen. Also alle sind mit und ich glaube, es wird ein schönes Fest hier. Und man kann den Leuten hier nur ein großes Kompliment machen. Hallo, Herr Hoeneß. Hallo. Ich bin der Präsident. Schön. Ich freue mich, dass Sie da sind zum 10-jährigen Traumspiel. Als Vater des Traumspiels und ich darf das 10. ausrichten. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Das gehört. Meine Frau, mein Sohn. Während die Präsidenten noch ein Erinnerungsfoto machen, herrscht vor dem Flughafen Hochstimmung. Jetzt geht's los. Das Team des Fanclubs ist auch zum Flughafen gekommen und fährt mit den Bayern im Konvoi zum Stadion. Mit dabei natürlich auch ihr Keeper. Wir haben euch lieb! Gänse für die Gänse! Bei so einem Spiel, da freut man sich einfach nur drauf. Weil das ist, wie gesagt, das Traumspiel für uns, einmal im Leben gegen die Bayern zu spielen. Super, dass alle dabei sind und die Jungs sind gut drauf. Schauen wir mal, was nachher rauskommt. Nach knapp 15 Minuten ist das Stadion erreicht. Der Großteil der 11.000 Fans ist auch schon da. Sie wollen unbedingt die Ankunft der Bayern miterleben. Am besten natürlich inklusive Autogramm ihrer Lieblingsspieler. Die Bayern sind in der Kabine. Jetzt kann sich Norbert um das nächste Projekt kümmern. Die Coburger Bratwürste. Für den Präsidenten eine Herzensangelegenheit. Und für die Bayern-Bosse offensichtlich ein Genuss. Ich brauche weitere Bratwürste, bitte dringendst. Der Nachschlag, der beste Beweis, dass die Coburger Spezialität gut ankommt. Es sind noch 30 Minuten bis zum Anpfiff. Norbert ist auf dem Weg zum Warm-up. Jetzt sieht er zum ersten Mal die vollbesetzte Red Residence Arena. Der Hammer, wenn wir die ganzen Fans sehen, Spitzenwetter, super Geschichte einfach, kann man gar nicht beschreiben. Super. Schon jetzt ist das Stadion mit 11.000 Zuschauern voll besetzt. Keiner will auch nur eine Sekunde verpassen. Und für sie wird in wenigen Minuten der Traum Wirklichkeit. Es war immer ein Traum, von Kindheit auf mal gegen die Stars, gegen die Bayern zu spielen. Und heute wieder war. Geil. Und schon vor dem Spiel nehmen sich Müller und Co. Zeit für ihren Fanclub. Egal wer wie lange spielt, habt einfach nur Bock, genießt die Atmosphäre da draußen, die geilen Fans. Und dann reißen wir richtig geiles Ding runter. Okay? Wir sind Traumspiel! Noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Das Trainerteam und die Ersatzspieler der Bayern machen es sich auf den vom Fanclub selbst gebauten Auswechselbänken bequem. Und die erste Elf hat Spaß mit dem Red Residence Team. Spätestens jetzt ist ihr Traum endgültig Wirklichkeit. Dann der nächste große Moment für Norbert. Er darf den Anstoß machen. Kurz nach dem Ankick hat der 46-Jährige noch eine außergewöhnliche Aktion.
nämlich diese. Der Präsident stürzt beim Konter, verwirrt so ein wenig die Bayern und Mitspieler Kevin Popp hat freie Bahn. Der Lattenschuss des Red Residence Teams, die erste nennenswerte Torchance des Spiels. Das ist auf alle Fälle eine kleine Sensation. Kurz danach ist für Norbert Schluss. Auswechslung in der 10. Minute. 1,5 Jahre Training für 600 Sekunden Kicken gegen den geliebten Club. War geil, ich wollte irgendwas Krasses machen, das ist gelungen, wenn es auch ein blöd aussah, aber man spricht drüber. Denn schon Kador war. Das Team des Bayern Fanclubs schlägt sich hervorragend. Noch steht der Plan nicht, zweistellig zu verlieren. Auch wenn der deutsche Meister mit seiner ersten guten Offensivaktion gleich erfolgreich ist. Fabian Benko mit der Führung. In der Folge steht er im Mittelpunkt. Red Residence Keeper René Wicht. Der 34-Jährige erwischt beim Traumspiel einen Traumtag. 1,5 Jahre intensive Vorbereitung auf dieses Spiel. Sie macht sich jetzt bezahlt. Erst nach 26 Minuten treffen die Bayern zum zweiten Mal Renato Sanchez, der Torschütze. Und es dauert weitere 15 Minuten, bis sich Keeper René nochmals geschlagen geben muss. Wieder trifft Fabian Benko. Mit 0:3 geht es dann in die Halbzeitpause. Ein Traumergebnis für René und seine Coburger. Geil, total geil. Ja, mich ärgert freilich drei Tore. Man hätten wir verhindern können, aber gegen Bayern kann man das schon mal verkraften, denke ich mal. Und auch in der Halbzeit heißt es Showtime. Die Zuschauer und die Bayern-Spieler sollen sich noch lange an dieses ganz besondere Spiel erinnern. Was sie hier, glaube ich, bieten, ist wirklich Weltklasse. Und mit jetzt auch in der Halbzeitshow, vor dem Spiel die Show, haben das wirklich sehr, sehr groß aufgezogen. Und, ja, sind halt unsere Fans und sind die Besten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da merkt man, wie viel Mühe und wie viel Liebe dann in sowas reingesteckt wird. Einfach, um das wahrzumachen, um dann eben so viel wie möglich hier daran teilhaben zu lassen. Und ich hoffe dann eben, dass, dass wir dafür gesorgt haben, dass es sich gelohnt hat. Die zweite Hälfte läuft ähnlich gut für das Team des Fanclubs. Sie kassieren zwar noch 5 Tore, bleiben damit aber 2 unter zweistellig. Ziel erreicht und erst recht nach dieser Szene. Der Ehrentreffer der Coburger, natürlich mit freundlicher Unterstützung der Bayern. Man mag eben seine Fans. Bestes Beispiel, der erste Gratulant des Torschützen Tim Knoch ist Bayern-Verteidiger Niklas Süle. Wie geht's einem da, wenn man gegen die großen Bayern ein Tor schießt? Gut. Saugeiles Gefühl, auch wenn es, glaube ich, gewollt war, dass sie mich durchlaufen lassen, aber saugeiles Gefühl. Gern großen FC Bayern da dort zu schießen. Er hat auch gesagt, er will unbedingt ein Tor machen. Da habe ich ihm gesagt, du bist dann der Held hier. Das war ja super schön. Hat er auch gut gemacht. Tunnler gegen Christian. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Am Ende gewinnt der FC Bayern mit 8:1. Aber das ist eher nebensächlich. Das Wichtigste ist, dass sie alle zufrieden nach Hause gehen. Ein top gelungener Tag. Alles, was wir wollten, ist eingetroffen. Alles. Und die Mannschaft ist spitzenmäßig. Und jetzt seht ihr gleich noch ein Highlight, die Konfetti-Kanonen kommen gleich. Es war also alles geil. Super Stimmung, alles cool. Super. Norbert Scholz hat es geschafft. Die Veranstaltung ein voller Erfolg. Das 10. Traumspiel wird auch dem FC Bayern in Erinnerung bleiben. Dementsprechend zufrieden sind sie dann auch nach dem Spiel gegen ihre Fans. Ja, aber das, was das Traumspiel verspricht, die waren gut drauf, haben auch ganz gut Fußball gespielt. Und die Stimmung ist schon... ja, beeindruckend, wenn man sieht, wie viele Leute hier unterwegs sind. Videoleinwände. Also ist schon top organisiert und ist eine riesengroße Aktion. Es macht auch wirklich Spaß, wenn man sieht, was hier los ist, wie sich die Leute freuen. Auch gerade die Fans, wenn sie da auf dem Platz stehen. Das zeigt dann wieder, was wir einfach für ein Glück haben, mit solchen Kleinigkeiten Leuten eine große Freude zu machen. Niklas! Ja, also ich habe das ja jetzt auch so in der Form das erste Mal erlebt. Ich finde, das ist eine super Sache vom FC Bayern. Man sieht ja die Fans hier, wie euphorisch die sind. Die freuen sich riesig, uns zu sehen. Und ich denke, für die Jungs war das auch mal riesig, gegen uns zu spielen. Und war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ja, ist natürlich super. Ich denke, wir hatten alle Spaß. Ich denke, das ist die Hauptsache von so einem Event. Und ja, es freut mich einfach dann auch, ja, Leuten eine Freude zu bereiten. Fast 2 Jahre hat der Red Residence Fanclub diesen Event organisiert.
Es hat sich offensichtlich gelohnt. Die Bayern sind begeistert und Präsident Norbert kann jetzt endlich ruhig und viel schlafen.